möchte ich mit euch zusammen Kirschkernsäckchen nähen. Und zwar diese roten hier mit dem grünen Filzharz. Das geht ziemlich einfach, auch ziemlich schnell und lässt sich für viele tolle Gelegenheiten benutzen, wenn es einmal nicht so gut ist. Aber es ist auch ein tolles Geschenk, ein Mitbringsel für Babys, für Kleinkinder, für den Liebsten, die Liebste. Also man kann viel mit so einem Kirschkernsäckchen machen. Und dann zeige ich euch mal, wie einfach das geht. Für unser Kirschkernsäckchen brauchen wir auf jeden Fall einen 100% Baumwollstoff. Etwas anderes geht nicht, weil wir es heiß machen wollen und das funktioniert dann noch. Der Streifen ist 18 cm breit und 50 cm lang. Diesen benötigen wir und als Deko kommt noch ein Herzchen drauf in Filz. Und da zeige ich euch, wie man ein Herz einfach ausschneidet. Das ist 10 cm lang, 9 cm breit. Wir knicken es in der Mitte, fangen in der unteren Mitte an, schneiden nach oben, dann machen wir einen Bogen bis nach oben und schneiden wieder ein Stück nach unten. Und schon ist das Herz fertig. Das nähen wir jetzt erstmal auf unser Kirschkernsäckchen. Dann guckt ihr euch am besten euer Muster an. Man will ja nicht unbedingt irgendwas Schönes verdecken. Sucht euch die beste Stelle. Dann vielleicht nicht so gerade, sondern ein bisschen schief. Und dann stecken wir es auf jeden Fall mit Stecknadeln fest, damit es uns unter der Maschine nicht verrutscht. Gut feststecken und dann nähen wir es zuerst an, weil es ja im offenen Zustand wie es nicht besser geht. Ich habe jetzt hier die Farbe passend zum Stoff der Eulen. Wir stellen es etwas kleiner, die Stichart, zwischen 1 und 2 und auf Zickzack. Und dann nähen wir rundherum beim Harz. Wir fangen am besten bei der Spitze an und nähen ganz langsam herum. Richtig am Rand entlang, Stecknadel ziehen, sobald wir dran sind, die Rundungen schön langsam, immer unseren Stoff dabei drehen. Und wenn wir jetzt so unten, ups, Faden gerissen, das kommt vor, wird neu eingefädelt. Wir nähen jetzt bis in die Ecke vom Herz, so. Und dann müssen wir die Maschine, also die Nadel hoch machen, das Füßchen, und einmal drehen. Und so nähen wir dann das Herz fertig. Wir sind fast am Ende. Und wie am Anfang müssen wir erst nochmal hin und her, damit wir den Faden festnehmen. So. Auf das Herz kann man dann noch mit 100% Baumwolle einen Namen sticken. Oder ich hatte euch ja schon gezeigt, mit Filzwolle kann man Bänder häkeln und die dann verfilzen und aufnähen. Das sieht auch ganz toll aus. Und wer das alles nicht möchte, kann auch einen Permanentmarker nehmen und vielleicht hier den Namen des Beschenkten draufschreiben oder alles Liebe. Das ist euch dann überlassen. So, jetzt schließen wir das Kissen. Nee, erst muss man es noch säumen rundherum. Und zwar machen wir da einen großen Zickzackstich auf 4. Und fangen wieder an zu nähen, am Anfang hier und dann einmal rundherum. So, an den Ecken halten wir an, machen die Nadel nach unten, heben das Ganze, drehen es und fahren wieder weiter. Schön am Rand vom Stoff. So, wieder drehen. Nadel nach unten. Dann haben wir es versäubert. Das müssen wir eigentlich bei jedem Nähstück machen, was man so hat. Sonst franzt es dann aus beim Waschen. Sicher wird ein Kirschkernsäckchen nicht gewaschen, aber es stabilisiert doch den ganzen Stoff. So, dann schließen wir es. Wir gehen auf die Ecken.
So, die schmale Seite bleibt auf. Wir müssen ja das Kissen noch befüllen. Dann gehen wir zurück auf den Geradstich und zwischen 3 und 4. Und jetzt machen wir eine Naht, etwa 1 cm Abstand vom Rand. Anfangen wieder hin und her. Legen gut die Teile übereinander. Immer mal aufklappen, gucken, festhalten und zunehmen. Ende wieder hin und her. Ist alles kein Zauberwerk, geht ganz schnell. Und wie gesagt, Stoff und Negern, 100% Baumwolle, weil es ja in die Mikrowelle oder in den Backofen kommt zum Erwärmen. Und da gibt es da keine Probleme. Wir müssen nur aufpassen, wenn man die Kirschkerne zu heiß macht, dann sind die so heiß und trennen sich regelrecht durch den Stoff. Es gibt keine Flammen, in dem Sinne, es schmort dann einfach nur durch. Also höchstens 60 Grad und mehr darf es da nicht sein. Und man muss auch dran denken, es lässt sich auch wahnsinnig gut zur Kältetherapie nehmen. Ein Kirschkernsäckchen ins Gefrierfach oder in die Gefriertruhe, eine halbe Stunde. Und dann kann man sich bei Verstauchungen, Verletzungen dieser Art oder bei Kopfschmerzen doch mal auf die betroffenen Stellen tun. So, jetzt haben wir das Säckchen im Grundmuster fertig. Ich fülle immer zwischen 250 und 300 Gramm Kirschkerne ein. Ihr müsst aber dran denken, wenn ihr das zum Beispiel für ein Baby oder für ein Kleinkind machen wollt, dann wird das ja zu schwer. Dann würde ich vielleicht 150 bis höchstens 200 Gramm einfüllen, aber das müsstet ihr dann vielleicht mal auf die Hand legen und selber euch auswiegen mit dem Empfinden, wie es am besten ist. So, jetzt haben wir das Säckchen. Schlagen es mal um, legen es uns so hin. Ich nehme am liebsten so einen Messbecher und schütte das dann so hinein. So. Noch ein bisschen. Das waren insgesamt 650 Gramm Kirschkerne, die ich da drin hatte. Man kann auch anstatt Kirschkerne, also die sind jetzt vom letzten Sommer von uns zu Hause, die habe ich von den Kirschen noch behalten und dann getrocknet. Man kann sie im Internet kaufen, die Kirschkerne. Man kann aber auch ganz gut Dinkel nehmen dafür. Das kriegt man in jedem gut sortierten Supermarkt. Richtig reines Bio-Dinkel und das erfüllt denselben Zweck, das kann man auch benutzen. Wir müssen nur aufpassen, die Kirschkerne dürfen mal ein bisschen feucht werden. Das ist kein Problem. Aber wenn Dinkel feucht wird, dann kann es sein, dass es euch sogar keimt. So, jetzt schließen wir es. Ich habe es 1 cm nach innen gebogen. Man kann es sehr gut mit dem Fingernagel oder mit der Schere mal ausstreichen oder bügeln. So, und weil ich das so oft mache, brauche ich gar keine Stecknadeln mehr. Aber normalerweise mit Stecknadeln zugemacht als Hilfe und die dann, bevor die Stecknadel erreicht, wieder gezogen, geht das prima. Und dazu habe ich ja auch schon gezeigt, so ein Stecknadelglas, da habe ich wirklich alles drin, was ich so brauche. Und es ist immer griffbereit und ich muss nicht suchen. So, und dann nähen wir es zu. Wieder am Anfang hin her. Dann kommt meine Nadel, die ziehe ich raus. Lege es schön übereinander, dass ich eine schöne Naht habe. Und dann geht's weiter. Und wieder hinher. Und das ist unser Kirschkernsäckchen. Als Tipp nochmal. Und zwar, wie gesagt, das war ja ein 100% Baumwollstoff. Ich habe da aber auch schon gesagt, noch ein Tipp zum Stoff. Diese Eule hier, das Grundmuster, das war ein Männerhemd. Das war nicht mehr tragbar, das hat ein paar Macken gehabt und war zum Wegwerfen war es zu schade. War 100% Baumwolle und dann benutze ich das wahnsinnig gerne, weil es schon oft gewaschen ist. Jeder Schadstoff ist entfernt und daraus kann man ganz, ganz tolle Aromasäckchen machen, Kirschkernsäckchen machen, Dinkelsäckchen machen.
Und das wäre nochmal ein Tipp für mich, von mir, für euch. Nehmt die Männerhemden oder eure Blusen, wenn sie 100% Baumwolle sind, und fertigt daraus wieder schöne neue Sachen. Und ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Und beim nächsten Mal zeige ich euch gerne so eine selbstgenähte Aroma- oder Kirschkerneule oder in der Form einer Wärmflasche. Und jetzt hoffe ich, es war euch eine Freude, bei mir reinzuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.